du mir gefallen, bleib Gangster. Und das heißt, dann machst du, was du denn denkst grad. Steig in den Wagen, Gangster mit Rasen, Gangster will wir rasen. Ey, wo ist G-Style, Alter? Tu mir einen Gefallen, bleib Gangster. Ey, yo, Big Bob in the block and talk. So, wie geht's? Gut, und dir? Mir geht's auch gut. Ich wollte kurz nur sagen, ich bin ab Oktober wieder auf Tour, www.nisa.tv. Kauft euch Tickets, es wird sehr kontrovers. Ich rede über... Echt? Ja. Ich rede über viele Sachen und viele Menschen, die versucht haben, ich habe ja kein einfaches Leben momentan, ne? Das bekommen die Leute nicht mit, aber hintenrum bricht sehr viel zusammen. Aber man muss standhaft bleiben, wie Rambo. So sieht's aus. So sieht's also aus im Hesos. Also, kauft euch Tickets, ich werde bestimmt ein oder andere Städte mal vorbei. Ja, ich lade den auch immer ein. Ja. Du hast doch die Fans voll verpestet. Warum? Ich schwör's dir, 80% sagen danach, wieso ist dein Bruder scheinlich? Ja, aber weil die erkennen die Wahrheit. Das kannst du ja nicht, das kannst du ja, ist so, oder? Guck mal, Sammy kennt dich seit wie lang? Seit 2006. Seit 2006. Ja. Also, wenn er lacht, dann weißt du doch genau, was ich meine. Ne, er lacht, weil er weiß, was für ein Wiesel du bist. Nur weil ich mir einer aussehe, heißt ja nicht, dass ich so bin. So. Ich hoffe, dir geht's erstmal gut, diese. Hm. Naja. Ja. Wir haben uns ja vor langem nicht gesehen, von der letzten zu dieser Folge. Es gibt etwas, was ich dir seit 2 Wochen sagen will, aber ich mich nicht traue. Oh Gott. Weißt du, Sammy? Okay. Ich hab's niemandem gesagt. Ja, okay. Weil du legst ja sehr viel Wert auf Anstand und was du deine Freunde machen. Weil du schämst dich sehr schnell. Ja. Du stehst hinter vielen Sachen. Es ist schlimmer als diese Casino-Sache, was ich gemacht habe. Wo du sagst, ja, okay, das hätte ich auch nicht gemacht. Okay. Weil das würdest du erst recht nicht machen. Ja, aber warum sagst du es vor Kamera? Weil... Ich sag dir, weil du musst dich vor Kamera ein bisschen benehmen. Ja, okay. Also ich kann nicht so reagieren, ja okay. Und ist schlau. Und ich kenne den Nisa, der so ekelhaft sein kann. Okay. Was ja natürlich nie passiert. Ja. Ja, Sammy weiß selber, ne? Ja. Ich bin mir ein bisschen unsicher, wie ich es dir erzählen soll. Ja. Ob ich direkt raus oder... Ja, hau direkt raus. Nenn das Kind beim Namen. Also... Ich verteidige mich schon mal vorher. Ja. Du verstehst ja selber manchmal... Du besitzt doch eh keine Ehre. Das wirst du doch alle. Ja, warte doch mal. Warum versuchst du das so aufzubauen? Zum Beispiel, du siehst so einen standhaften Mann, der plötzlich einknickt wegen einer Frau zum Beispiel. Ja. Da muss man ja auch seine Situation sehen. Wie ging es ihm mental in der Zeit, emotional? Also kannst du ihm ja nicht komplett das vorwerfen. Genau. Du hast seine Meinung komplett über Bord geworfen, sondern... Ja. Aber was heißt einknicken von einer Frau? Einknicken von der Frau ist, wenn er zum Beispiel sagt, ich esse eigentlich keine Bohnen, aber dann wegen der Frau fängt er an, Bohnen zu essen. Sondern so, der ist so, hör mal zu, eine Frau hat gar nichts zu sagen und dann bricht er mit allen Freunden Kontakt ab und so. Und dann ist er so das Kaninchen zu Hause. Ja, aber beide Sachen sind ja nicht gut. Beide Sachen sind nicht gut. Ja. Da kann man ihn ja nicht vorwerfen, du weißt nicht, in welcher Situation der war und so. Boah, wie er das aufbaut. Und ich war auch in einer schwachen Situation. Ja. Was denn? Darf ich nicht aufbauen? Ja, darfst du. Ja, warum bist du schon genervt? Ja, okay, ich bin nicht genervt, sorry. Ist ein schweres Thema für mich halt, ne? Ja. Ja, so erzähle ich nicht, weil du bist schon so aggressiv. Nein, okay, ich habe sowieso Angst, das zu sagen. Okay, es tut mir leid, ich werde nichts sagen. Der lacht wie so ein Psycho. Nee, besser nicht. Doch, sag. Ich verzeih dir alles. Ja, aber du guckst schon aggressiv. Ich verzeih dir alles, nein. Ich hab Angst. Bruder, ich hab dir diesen Casino-Stream mit irgendwelchen Obdachlosen ohne Zähne verziehen. Also, was willst du? Das ist aber schlimmer. Ja, nein. Doch. Guck mal. Ich will da mit dir darüber reden. Ich moderiere die Venus-Messe. Nein, das ist noch schlimmer. Nein! Doch. Das ist nicht schlimmer als das. Ich weiß, weil du es nicht machen aber willst. Aber ich war so gebrochen. Ich war in einem schwachen Moment. Du würdest nicht etwas machen, was schlimmer ist als die Venus-Messe moderieren. Ich habe... Du hast ja immer noch einen Vater, den ich kenne. Ja. Deswegen. Jetzt kommt irgendwas Behindertes. Nein, wirklich. Ich habe ein Fan-Treffen mit Drake organisiert. Nein. Ich war in einem schwachen Moment. Mhm. Ich war krank. Ja, ist doch gut. Ich war eine Woche krank. Ja. Auch die Langeweile. Du weißt, wenn man Langeweile hat, man sitzt so aus. Ich hab. Mir war langweilig. Ja. Und da habe ich die komplette Staffel von Die Kardashians geguckt.
Ey, weißt du, wieso das so krass ist, dass du das ansprichst? Ich war gestern bei einer meiner Schwestern und die hat auch auf Disney Plus The Kardashians geguckt. Ja. Und dann, ich habe so bereut, warum ich diese Frage gestellt habe, weil ich so, wieso heißt das The Kardashians und nicht Keeping Up with The Kardashians? Ja, weil die haben mit dem einen, dann hätte ich mir so ein Feuchtes, so gut, Alter. Ja, ich habe die komplette Staffel gesehen. Weil du krank warst. Ja, so. Aber ich merke, du hast dich auch verändert seitdem. Deswegen bist du auch nicht mehr der alte Scheiern. Ich habe mich nicht verändert, aber es war so. Jetzt kommt ja noch das Schlimme. Du hast aber nicht alle Folgen geguckt. Doch. So nacheinander, das war unterhaltsam. Ja, und ich habe sogar eine andere Meinung jetzt mit dir. Nein. Doch. Niemals. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Dann können wir nicht mehr an einem Tisch sitzen. Hör mir nur erstmal zu. Ja, ich höre dir zu. Ich finde die cool. Was heißt cool? Ja, also, mir war langweilig, ich wusste nicht, was ich gucken soll. Ja. Habe ich die erste Folge angeguckt. Ist okay. Dann habe ich gesagt, ah komm, lass ich weiterlaufen. Da kommt ja immer diese, man fühlt sich auch unter Druck, da steht so 16 Sekunden nächste Folge. Man fühlt sich unter Druck. Ja, das ist ja so psychologisch. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ja selber studiert, Psychologie. Ja, ich weiß, aber du hast abgebrochen nach 3 Semestern. Ja, ja, genau. Ja. 16 Sekunden, dann weißt du nicht, dann sagst du, ach komm, egal. Ja. Zweit. Also eigentlich habe ich es ja bis zur dritten Folge. Das heißt, du hast die Staffel richtig aufgesogen? Ja. Okay, wer ist denn dein Lieblings-Kardashian? Also auf jeden Fall, ich muss überraschenderweise sagen, dass es Kim ist. Was? Nein, echt jetzt? Ja. Warum? Beschreib mal so, warum magst du sie mehr als alle anderen? Also erstmal, die Kourtney ist ein bisschen schlampiger als alle anderen. Kourtney, die nehmen sich da nicht viel. Jetzt warum? Schlampiger ist ein falsches Wort. Ja, genau. Jeder kann ja machen, was er will. Ja. Ich habe gemerkt, ich finde das gar nicht so schlimm, dass sie mit Travis Parker vor ihren Kindern so rummacht am Tisch. Ja, weil du liberal bist. Ja. Und das ist was Gutes. So, die machen rum mit Zunge vor den Eltern, vor den Kindern. Und machen so. Die das? Ja. Als sie dann heiraten wollen. Hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Das, guck mal, ich finde Travis Barker eigentlich ist ein cooler Typ. Ja. Ich mag den so als Typ. Ja. Aber warte, mit wem ist er zusammen von denen? Kourtney. So. Kourtney? Ja. Ja? Ja, Kourtney. Komm, Sammy, du guckst das doch auch. Ich hab keine Ahnung. Das wird jetzt hier die Kardashians-Folge. Okay. Ja. Kim ist nicht mehr mit Kanye zusammen. Ja, aber der ist so ein Ehrenmann. Kanye, ja voll. Der hilft ihr. Ja. Weil, Die 2 Kinder haben. Ja, sogar mehr. Ja. Ich habe ja, guck mal, ich war bei meiner Schwester und das lief. Ja. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Ich habe so ein bisschen mitgeguckt. Ja. Ne? Und da habe ich aber erstmal gesehen, dass Kim einen absoluten Entenarsch hat. Wie sah das denn aus? Das sieht doch nicht gut aus. Das ist ja voll verkrüppelt. Ja, aber. Voll verkrüppelt. Wer sind wir, dass wir urteilen? Ja, genau. Welche Folge war es denn? Ich weiß es nicht. Das lief ja. Schade, hätten wir darüber reden können. So, ich kann erzählen, aber da kam Travis Barker auch vor. Ja. Und die haben alle so, da haben sie die Mutter gezeigt. Wie alt ist die Mutter? Chris? Ja. Und die haben die gezeigt, die hat einen Freund. Ja. Aber der so alt ist wie ich? Ja. Ja, so alt. Ja, so, doch. Ja. Aber der, wo die Liebe hinfällt. Ja. Ich will das ja nicht kritisieren. So, ja. Was, das wird ja keine... Das hat aber irgendwie, ich fühle mich voll erleichtert, dass ich das erzähle. Ja, genau. Weil es hat mir gefallen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich warte auch auf die 2. Staffel davon. Das wirst du aber nicht gucken. Doch. Du wirst nicht so, wenn das doch, online kommt. Doch, dann, ich warte drauf. Aber was sind jetzt so die Storylines? Was passiert gerade? Also guck mal, es fängt so an. Ich möchte nur noch mal sagen, bevor mich irgendeiner angreift. Ja. Ich mache mich lustig darüber, dass, wie heißt die Mutter? Chris. Dass Chris so einen jungen Partner hat. Nicht, weil ich es verwerflich finde, wenn ein jüngerer Mann eine ältere Frau nimmt, sondern weil ich mir vorstellen könnte, dass er nur mit ihr zusammen ist, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Warte mal, Chris. Aber ich weiß es ja nicht. Ja, Chris heißt doch jetzt der andere, oder nicht? Ich bin voll verwirrt. Ich habe gar keine Ahnung. Heißt sie Chris die Mutter? Nein, gell? Geh mal ein, guck mal, wie die Mutter heißt. Chris ist doch jetzt der Vater, der jetzt zu einer Frau geworden ist, oder nicht? Genau. Chris Jenner. Genau, Chris Jenner. Oder? Ja. Genau, der ist jetzt eine Frau. Wer heißt die Mutter? Aber wenn der Vater jetzt die Mutter ist, ist er nicht auch die Mutter? Wow. Das ist eine Frage, die die Matrix zerstören wird. Ey, wenn der Vater von den Kardashians jetzt eine Frau ist, ist er dann nicht eine Mutter? Weil den Vater nennen wäre ja respektlos.
Sehr stark. Man akzeptiert das, man muss ja, seinem Wunsch nachkommen. Sehr stark. Sehr respektlos. Und? Chris Jenner. Heißt sie so? Ja. Ja, also doch richtig. Die heißen auch, das heißt, die haben zwei Mütter, die beide Chris Jenner heißen. Oder wie heißt der Mann? Der Mann heißt jetzt auch, nee, da heißt er nicht Caitlyn Jenner? Ja, Caitlyn, ja. Stimmt, Caitlyn Jenner. Also guck mal, die Staffel fängt so an. Ja. Es geht um die Thema, das Thema, sie ist bei einem ganz wichtigen amerikanischen Auftritt, wo so ganz selten nur Leute sind. Wer ist da? SNL oder SNL? Ja, Saturday Night Live, SNL, ja. Da war die. Wer war da? Kim, ne? Ja. Ja, ja. Und das war so das Größte für sie. Ja. So. Dann hat Chris Rock ihr gesagt. Sag mir nicht, dass er da vorkommt. Doch. Und er sagt auch, dass Kim Kardashian ein super Talent ist. Nein, du lachst, du willst mich nur aufregen. Nein, wirklich. Das sagt er nicht. Und Dave Chappelle auch. Verpiss dich, du übertreibst jetzt extra. Ich schwöre, der lügt. Nein, Dave Chappelle macht ihn. Ist nicht in der Folge drin. Doch. Nein. Wetten wir. Ich wette mit dir. Was du willst. Obwohl ich nie wette, das wette ich. Ja. Der ist nicht da drin. Nein, er ist nicht drin. Er macht ihr eine Audio. Hört man das erstes? Ja. Oder sagen, okay, was sagt denn der Audio? Kim, du bist ein Star, ist hier. Nein, du wirst das schaffen, ich glaube an dich. Ja, weil er sie mag. Ja, also. Wer bist du, dass du sie nicht magst? Dave Chappelle, dein Vorbild. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Also Chris Rock war auf ihrer Aftershow-Party. Ja, das und ist dann so nett, hingegangen. Bruder, was für eine Party waren wir jetzt? Ja, ist hingegangen, hat gesagt, Kim, das hast du super gemacht, deine Gags waren super. Du bist ein super Comedian, du bist echt funny, du bist echt lustig. Sagt Chris Rock zu ihr. Bruder, guck mal, Chris Rock nach dieser Backpfeife von Will Smith. Da ist so ehrlich. Das wurde letztes Jahr gedreht. Vor der Backpfeife? Ja. Wir wissen ja nicht, wie viele Backpfeifen Chris sonst so kriegt. Der scheint ja das anzuziehen. Also, Chris Rock kommt. Ja. Und da sind auch zwei weibliche Comedians, die ihr helfen beim Schreiben für die Gags. Ja. Welche? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Hm. So eine rothaarige und so eine andere. Michelle Wolf? Ja, genau, glaube ich. Die mit den Locken? Ja. Michelle Wolf. Kann sein. Falls die ist, ich weiß es kann nicht. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. So mit Namen habe ich es nicht so. Ja. Da ist sie da und es kommt direkt bei der ersten Folge oder zweiten, es gibt neues Material von ihrem Filmchen von damals. Ja, stimmt. Ja. Da gab es neues Material. Ja. Und welchen Film denn? Also so ein Filmchen. Ja, halt. Ein Film. Ja. Und sie hat gesagt, das fand ich immer, das hat mich so überzeugt, das weiterzuschauen. Weil, dass sie so korrekt ist. Nee, ich finde es stark, wie selbstbewusst sie war und wie stark sie als Frau ist. Ja. Gerade in dieser schlimmen Zeit auf dieser Welt. Weil sie gesagt hat, ich lasse mich nicht mehr unterkriegen wie vor 20 Jahren. Ja. Dieses Tape wird nicht rauskommen. Also das neue Material. Ja. Dann hat sie alles gemacht, dies, das und so. Aber dieses Tape, auf diesem Tape basiert ihr ganzer Erfolg. Ja, das ist egal. Warum erniedrigst du eine Frau 20 Jahre später nochmal damit? Das stimmt, das ist echt nicht korrekt. Also das finde ich wirklich nicht cool. Ja. Auch sie damit zu erpressen oder das nicht. Ja, dann kam ja raus, dass die hat Kinder, die Ray ist eine Mutter. J. Manager Wack 100 hat gesagt, es gibt noch ein Video. Ja, ich weiß, hat er gesagt. Dann ist Kanye der ist West, Spinner. Der Ehrenmann. Ja. Ist er, glaube ich, nach Chicago oder so geflogen. Und hat das Tape von dem Porno von seiner Frau mit einem anderen Mann abgekauft. Ja, abgekauft mit dem kompletten Laptop zusammen. Ja, korrekt. Und dann hat er sie überrascht im Hotelzimmer. War voll die tolle Überraschung. Kam er, kam mit dem Koffer und dann hat Kim Kardashian angefangen zu heulen. Weil es sie so berührt. Ja. Weil es so eine tolle Geste ist. Kanye is so cute. Ist so süß. Ja, weil das, und er das ist die Geste als Mann. Und dann war eine Frau wünscht. Also ihre Mutter war im Zimmer. Ja. Ich glaube, ihre Schwester und noch so ein paar andere Make-up-Artists und Manager und so. Ja. Und dann hat sie gesagt, guck mal, was Kanye für mich gemacht hat. Und dann hat sie den Koffer aufgemacht, da war der komplette Mac drin mit Festplatte. Sagt sie, das ist das Tape. Und alle machen so. Und Kanye West in der Mitte zeigt so, guck mal, was ich gemacht habe. Und die waren da schon getrennt. Guck mal, was er für sie alles tut, was ein Ehrenmann. Du bist halt kein Romantiker, du Arschloch. Du lebst ja noch in den 80ern dann. Das stimmt. Du hast immer so ich muss verblendete Werte. Ich muss doch verblendete Werte. Du hast verblendete Werte. Nein, ich finde das gut. Er schützt den Ruf seiner Frau. Ja. Von seiner, die waren schon getrennt. Ja, genau. Ist ja noch krasser. Er schützt das, was schon alle gesehen haben. Ja. Und dann sagt noch die Mutter, ich will gar nicht wissen, wie viel du bezahlt hast dafür.
Weiß man das? Sagt er das? Nein, er sagt das nicht. Er macht dann nur so. Lacht. Ja. Und dann ihr ganzes Modedasein, ne? Wie sie ist, was sie so trägt, hat ja mal Kanye sie angekleidet. Echt? Ja, komplett. Und sie musste dann in den Staffeln, das fand ich auch voll schön, herausfinden, wer ist wirklich Kim. Weil Kanye hat sie 9 Jahre lang angezogen. Sie hat keine Identität, die Arme. Ja, sie musste wissen, was ist denn überhaupt ihre... Sie weiß sowieso nicht, wer sie ist, weil sie komplett operiert ist. Ja, sie aber ist wie Robocop. Nein. Sie ist ja 90% Plastik. Ja, ist egal. Diese Plastik ist ja irgendwann auch eins geworden mit dem Körper. Die sind verschmolzen. Ja, klar. Das ist eins, okay. Du hast ja auch kritisierst ja manche Sachen. Ja. An dir. Ja, das stimmt. Also, warum wirfst du es ihr vor? Ja, nur weil sie es ändert. Okay. So, also es geht um die SNL, oder wie das heißt? Ja, SNL, Saturday Night Live. Wo Chris Rock ihr brutale Props und Dave Chappelle. Der hat ihr nicht Props Doch, gegeben. Doch, hat ihr. Ich such dir das raus. Guck mal, wenn ich jetzt Reda ist Regisseur, ja. Wenn ich den jetzt ja. So eine Stand-Up-Nummer schreibe für 10 Minuten, ja. Der geht auf die Bühne und er geht nicht komplett unter. Ja. Da würde ich auch sagen, ey, Reda, hast du gut gemacht. Ja, aber ist ja egal. Dave Chappelle hat dir Props gegeben. Ey, wieso macht er das, Alter? Ja, weil du bist der Einzige, der nicht sowas akzeptieren kann. Ich würde dir auch Props geben. Ja, also. Wenn sie es gut machen. Warum sagst du, ja, halt dein Maul, das hat er nicht. Ja, weil gemacht. Du das jetzt so darstellst, als würden die sagen, ey, Kim, du bist gefeiert. Mit Talent gesegnet. Ja, er wollte sogar, dass, dass sie... Er wollte, dass sie Opener für ihn macht. Er hat sie mit auf Tour genommen. Hat er das gesagt? Ja. Geh mit mir auf ja, Tour. Ja, so nicht ganz. Ja. Nicht ganz. Dave Chappelle und Chris Rock sind jetzt am 10. September in der Lanxess Arena in Köln. Ja. Da wird Kim bestimmt Opener machen. Ja, jetzt übersehen nicht. Overseas nicht. Die ist nur Mamiland. Ja. Genau. So, und es geht darum, also über das Filmchen, yeah. Über Saturday Night Live. Mm. So, das sind die ersten 2 Folgen. Dann Courtney, ihre Schwester, yeah. Ist ja mit Travis Barker ja. Sehr verliebt. Yeah. Das erste Mal. Ich mag Travis Barker. Und die hat sich ja dann getrennt von ihrem Ex-Mann. Der 9. Der ist ja egal, der, du weißt ja nie, wo die Liebe hinfällt. Ja, genau, das stimmt. So, es kann ja auch nach dem 15. Mal sein. Ja, genau. Ich mache mich ja nur lustig darüber. Ja, okay. Das ist ja nicht böse gemeint. Wie meine anderen Gags. Ja, über das andere. Gut. Ich meine, das ist ja nie böse. So. Und sie versucht dann, ich finde, man hat gemerkt, dass die Kardashians eine sehr liebevolle Familie sind. Weil ja. Sie wollten unbedingt den Ex-Mann schützen. Ja. Weil Travis ist ja ein neuer Mann, der so in die Familie kommt. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt Aber kommt. Sie wollten ja den Alten nicht einfach wegwerfen. Ja. Weil die haben ja Ehre und Stolz. Ja. Dann haben die den wahrscheinlich eingeladen. Dann haben die den auch eingeladen. Zu der Hochzeit. Nicht die Hochzeit, es war so das Geburtstag von Chris Jenner. Von Chris, ja, von der Mutter. Also, das heißt, der Ex-Mann und der jetzige Mann waren beide genau. Da. Also, okay. Und natürlich war das, ich verstehe das, es war erstmal komisch, weil Travis und Courtney ja miteinander rumgemacht haben, auch vom Ex-Mann. Auch noch? Ja, aber wer sind wir, dass wir so sein? Und als der Ex-Mann kam, ja. Hat sie ganz normal mit dir geredet und so gechillt? Sie hat ihn umarmt, weil sie ist ja immer noch die Mutter seiner Kinder. Ja. Also, ist ja verfärbt. Ich sag doch nichts, schön. Ja. Ich bin gerade und dann ist er auch hingegangen, fand ich korrekt von ihm, hat er Travis so die Hand gegeben und gesagt, ey, alles Gute für euch. Ist natürlich, das ist natürlich, ich finde das sehr ehrenhaft, weil du musst ja den Schatten springen können. Ja. Das, also genau, ja, so eifersüchtig sein, das ist doch krank. Ja. Das zeigt, dass du nur ein Problem mit dir selber ja, hast. Ja, und da waren ja Travis Kinder von seiner ersten Ehe auch da. Ja. Die 3. Wo ist seine erste Frau auch gekommen? Nee, die wollte nicht kommen, glaube ich. Warum? Weil was ist das denn so für eine? Weil sie so eine Spinnerin ja, ist. Ja, genau. Und die Kinder waren da. Klar, im ersten Blick, die machen da rum am Tisch, wo alle sitzen und die auch Kinder. Die Kinder da. Ja. Ja, aber... Das ist eine neue Zeit. Das ist eine neue Zeit. Du musst eben halt... Du entweder geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ja, genau. So, das waren so die ersten 3, 4 Folgen. Ja. Dann kam es ja dazu, dass... Sie bei Saturday Night Live. Ja, auch diesen Pete Davidson, oder wie der heißt. Pete Davidson, der so aussieht. Da hat sie ja den kennengelernt. Boah, der ist so. Nein, die kannten sich vorher. Da ist aber dieser. Ja, das Techtelmechtel entstanden. Genau. Ja. So, aber ich verurteile sie nicht, weil ich durch diese Staffel. Gesehen habe, dass sie in so einer schweren Findungsphase war. Ja.
dass sie sowieso mit Kanye, das war schon alles gebrochen, auch wenn die offiziell noch verheiratet waren. Aber es gibt Bilder und Videos, wie die schon zu dritt vorher gechillt haben, während sie mit Kanye verheiratet waren. Ja, aber ich finde das nicht schlimm. Ja, weil ich auch nicht. Ich sag ja nur. Ich will dich darauf aufmerksam machen. Wenn ich das sehen würde. Guck mal, wenn Das ist so geil. Mach weiter. Ja. Hör nicht auf. Ja, wie hör nicht auf? Ja. Ich will ja über meine Erfahrungen sprechen. Ja, ja. Weil ich habe ja hier ein Medium, wo ich auch mal Leute überzeugen kann für etwas. Man lernt ja was, wenn man das guckt. Weil Kardashians, wenn eine Sache diese Sendung macht, ist es Werte vermitteln. Genau. Schöne, familiäre. Ja, die halten zusammen, die Kardashians. Werte, ja. Alle halten zusammen. Die Ex-Männer. Ja. Die eine kommt mit dem Ex-Mann genau. von... Ja, ich finde das Schwester ist mit dem zusammen, dann kommt die andere mit ihm zusammen. Ja, aber warum denn nicht? Ja. Wer, guck mal, wenn du dir Riegel vorschiebst vor und Grenzen, wo kommen wir da hin? Ja. Wir haben ja schon immer alles geteilt. Ja. Guck mal, weil die Ex von dem Ex von Kylie Jenner ist ja dann mit Kylie Jenners Bruder zusammengekommen. Das heißt, die ist Black Tante China. Und Stiefmutter in einem. Ja, aber... Der war leider nicht in der Staffel, weil der ist ja komplett voller Depressionen, der will nichts mehr mit denen zu tun haben. Aber warum? Mit so einer tollen Familie. Ich find's, ja, vielleicht hat er immer halt andere Werte. Okay, Neandertaler. Ja. Und ja, der hat ihnen dann einen schönen Heiratsantrag gemacht. Travis Barker? Ja. Wie? Am Strand. Oh Gott. Voll am Strand kreativ. Mit sehr vielen Rosen. Und ja, aber, und dann haben die natürlich, versuchten die ein Kind zu machen, weil die Kourtney Kardashian, ihre Eizellen funktionieren nicht so. Warum? Was weiß ich. Die, ja, hat nicht so gut funktioniert. Da mussten die auf so einen bestimmten Tag warten. Okay. Da haben die ihm halt einen Heiratsantrag Judgment bekommen. Judgment Day. Hat sie so einen Heiratsantrag bekommen, was ich natürlich sehr romantisch und schön fand. Ja, finde ich auch. Und dann gibt es natürlich, dann der Ex-Mann hat ihm halt ein bisschen Palaver gemacht. Mit allem. Warum? Das fand ich immer nicht korrekt von ihm, weil seine Zeit war vorbei. Ja, genau. Und dann hat er mit Kendall Streit angefangen. Wer ist Kendall? Das ist die andere Schwester. Ist die verheiratet? Nee, noch nicht, die ist noch zu jung. Wie alt ist die? 40. Ich glaube 26 oder so. Ja, okay. 25. Wie viele gibt es denn von den Kardashians? Es gibt Kylie Jenner, ist die jüngste. Ja, die kenne ich. Dann kommt Kendall. Wer ist Kendall, Alter? Die ganz große, lange. Okay. Dann gibt es Kourtney. Kourtney kenne ich auch. Dann gibt es diese Cole oder Hole. Nee, Kourtney ist die mit Travis Barker zusammen. Ja. Okay. Dann gibt es diese Cole. Cole, wer oder ist das? Cole. Wer ist die? Cole. Irgendwie sowas. Wer ist denn diese Dicke von denen? Ja, das ist diese Hole. Die mit dem Basketball zusammen war? Genau. Ja, okay. Der ist auch, kommt auch so, was für ein Arschloch hat er die einfach betrogen. Ja. Und er hat dann wegen ihr sogar eine Therapie angefangen. Und dann hat er sie in der Staffel nochmal betrogen. Okay, der ist aber mutig, Alter. So nach der Therapie. Hat halt so sind nicht die angeschlagen. Noch zusammen? Ich glaube nicht. Okay. Die ist so fett und hat so Pickel im Gesicht. Ja, ne? Genau. Und dann gibt's Kim. Und Kourtney ist die Älteste, die Travis Barker geheiratet hat. Dann kommt Kim. Dann kommt, glaube ich, diese Cole. Dann kommt Kendall. Und dann kommt Kylie. Okay, du kennst ja richtig einen Stammbaum, Alter. Ja, ich sag doch. Du bist drin. Kommt der Vater vor? Oder die Mutter? Nee. Die Mutter ja. Nee, die Mutter, der Vater, die jetzt... Ach so, der Vater, die jetzt die Mutter geworden, nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist aber eine transphobe Sendung. Und guck mal, ich finde das eben halt krass. Die waren damals nur von irgendeinem Sender so ein billiger Abklatsch von den Reality-Stars, so, ne? Aber die haben das jetzt selber produziert. Guck mal, wo die hingekommen sind. Oh, krass. Total. Ich bewundere. Siehst du, wie erfolgreiche Unternehmen da die sind. Und die Mutter ist ja die Managerin von allen, ne? Gar nicht eigennützig. Ich bewundere das sehr. Das ist so ein Karrierezweig, den ich mir für meine Familie wünsche. Deswegen wünsche ich mir, dass du offener wirst. Auch für solche Sendungen. Ja, aber guck mal. Okay, würdest du mit mir jetzt so eine Folge gucken? Kommt doch meine Stimmung an. Urteilst du jetzt über mich oder findest du es okay? Ich finde das okay. Das zeigt eine andere Seite von dir. Ja. Du bist sensibel. Und deswegen folge ich auch jetzt Kim auf Instagram, weil... Echt jetzt? Nein. Okay. Folgst Beyoncé nicht, aber folgst Kim. Folgst Janet Jackson nicht, aber folgst Kim.
Janet Jackson, die hat doch nichts gerissen, Alter. Oh, außer, Bitte, guck mal, lass uns die Folge hier beenden. Nein, warum? Weil, was hat die denn gerissen? Außer die Schwester von Michael zu sein und einmal in so einem Schiff rumzutanzen auf Schwarz-Weiß-Modus. Guck mal, der meint das Scream-Video, was übrigens das teuerste Musikvideo aller Zeiten ist. War. Ist. Wurde überholt. Nein. Google. Schauen wir uns das mal an. So, most expensive music video. List of most expensive video music. Scream by Michael and Janet Jackson. Das wird doch überholt. Nein, das stimmt nicht. Hier. Ich guck selber. Du guckst immer auf so komischen Seiten. Nein. 7 Millionen. Hä? 30 Seconds to Mars mit 13 Millionen. Hier, ich hab doch, bin doch hier offiziell. Hier, guck. Ja, welche Liste hast du denn? Zeig mal. Kack auf Google, hier, offiziell mit Beleg. Hier, ich bin. Teuerste Video aller Zeiten ist Scream, Michael und Janet Jackson. Zwei teuerste Videos, Die Another Day von Madonna. Passt okay, auf. Bei wie viel Millionen? 8. Was ist 8? Scream. Nein, 7. Der sagt 13. 7 und, ja, warte. Hier, wer heißt das Video? 30 Seconds to Mars von Band. Nein, die Band heißt 30 Seconds to Mars. Ja, wie heißt der Song? Ja. Der wurde aufgerekordet. Nein, hier. From Yesterday. From Yesterday? Ja. Warte, schauen wir mal. Musikvideo der Welt habe ich hier. Bruder, ich schwöre, das ist nicht mal in der Liste drin, das ich habe. Hier, das ist sogar bei Wikipedia. Nein, bei Wikipedia bin ich doch drin. Ja, da hier, Wikipedia. Okay, gib mal dein Handy. Okay, komm mal her, Sammy. Komm mal her. Guck, du bist auf dem deutschen Artikel, ne? Guck mal, der ohne Links und so ist. Siehst du? Guck, irgendwo. Hier steht Taylor Swift 12 Millionen Dollar. Guck mal, ich sogar. Bin auf dem Englischen. Guck mal, und das immer mit Gwen mit Stefani. Links. Guck mal, Gwen Stefani, Make Me Love mit 12 Millionen und dann kommt Taylor Swift auch wo, mit 12 Millionen. Wo bist du auf der deutschen Wikipedia-Dings? Musikexpress. Das ist doch egal, ob Deutsch oder Englisch. Das Wikipedia kann doch jeder reinschreiben. Na, nee, das stimmt nicht. Ja, ich bin auf mehreren Artikeln, da ist jetzt Taylor Swift Platz 1. Ja, siehst und du? Michael immer Platz 3. Also, wo ich bin, ist... Okay, es gibt 35 Artikel, wo die andere Platzierung sind, aber deine stimmt. Ja, warte. Aber meine ist hier mit links. Nein, hier. Noch hier, guck hier. What's the most expensive music video? Find out here. Hier, ein Artikel. Auch ja, Michael okay, Jackson. Warte mal, für welches hier. Datum? No, hier, 2021, 2022. Hier. Auch Michael Jackson bei dem Artikel. Ich schwöre dir. Ja, aber wie kann es sein, dass hier, wir andere Finances, Artikel haben? Hier, guck. Finances Online, also eine Finanzzeitschrift. Ja. Teuerste Musikvideo aller Zeiten, Michael und Janet Jackson. Hier. Ja, aber wie kann das sein? Welche Artikel glauben wir jetzt? Die ich euch zeige. Hier, Finance Online, ein Finanzer, da, Platz 1. Ja, ich habe ja auch andere gesagt, Musikexpress. Okay. Okay, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber auch auf jeden Fall gehört zu den teuersten. Ja, und Musikexpress, so eine deutsche Zeitung. Genau, und aber ich sage, Janet Jackson hat nichts gerissen. Das stimmt nicht. Was hat sie denn gerissen? Außer zwei Alben erstmal und einen Film mit Pack. Erstmal hat Janet Jackson zweimal in ihrem Leben den teuersten Musikdeal aller Zeiten unterschrieben zu der Zeit. Zweimal, weil sie so ein Superstar war. Dann hat sie etliche Rekorde, wie die meisten Top 10 Songs von einem Album, die natürlich irgendwann wieder gebrochen worden sind. Ja, von Drake. Die hat 3, 4 ganz krasse... Warum überspringst du das? Was? Warum Drake hat diese Rekorde gebrochen? Ich erkenne diesen Bruch von Drake nicht an. Nein, wirklich, ich kann es ja erklären, warum diese Rekorde Quatsch sind von Drake. Hast du schon mal erklärt? Ja. Stimmst du mir dazu? Teilweise, ja. Danke. Ich weiß, dass du ganz zustimmst, du willst nur jetzt extra provozieren. Und Janet Jackson hat 4 Classic-Alben, die brutal sind musikalisch. Die hat die geilsten Musikvideos gedreht. Ich bin richtiger Janet-Fan. Richtig. Okay, ich sag dir jetzt mal was. Der hat übertrieben geile Mucke gemacht. Guck mal, die ganzen Hits, Sammy. Geil. Ja. I miss you much. Die hat nur 6,8 Millionen Follower auf Insta. Ja, und? Ja, weil sie aus einer anderen Zeit. Die hat weniger als Kim Kardashian. Ey, Janet Jackson hat weniger Follower als Kim Kardashian. Also. Janet Jackson ist ganz krass. Ganz, ganz krass. Ganz krass. Okay, ist sie ein Superstar? Nein. Nicht jeder kennt Janet Jackson. Bruder, Janet Jackson ist die Definition von Superstar. Nee, nicht jeder kennt die. Doch.
Janet Jackson ist die Definition. Okay, ohne Michael. Würde man sie kennen? Ja. Nein. Doch. Nein. Ja. Das war, nein, warte. Das nicht ohne Michael. Guck mal, das ist die Jackson-Familie an sich. Ja, okay. Ohne Michael Jackson würde es Janet Jackson ja geben. Ohne Michael. Wie heißt die andere Schwester? Demaine Jackson oder so? LaToya meinst du? Ach so. Ja, die kann doch nichts. Wer war diese andere? Das ist LaToya und dann gibt's noch Rabbi. Dann Demaine. Jermaine ist dein Bruder, du Esel. Wer ist LaToya? LaToya? Hat die was gerissen? Nix. Zwei Alben gemacht, ganz Katastrophe. Musik ganz schrecklich. Echt? Kann nicht singen, nix. Alle haben ja irgendwie was versucht. Jeder, der in Jackson, guck mal, du musst ja so sehen. Michael Jackson hatte ja so, also dieser Jackson-Name hatte ja so eine Macht damals, dass, frag Sammy jetzt ohne Spaß, dass irgendwelche Cousins dritten Grades einfach einen Deal bekommen haben, weil die Jackson hießen. Nein. Ja, jeder konnte richtig diesen Namen melken, diese Macht. Deswegen, aber nicht alle konnten, also die Talentiertesten mit Abstand, also der King ist ganz klar Michael. Ja. Der ist auch sogar, aber nach ihm in der Hierarchie der Familie vom Talent, vom Erfolg, war Janet. Musik ist Janet. Ja, ich weiß. So, aber wirklich, jeder konnte, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, Michael ist so groß, dass einfach irgendein, sein Cousin dritten Grades sagen könnte, ja, ich bin der Cousin dritten Grades von Michael Jackson und dann wurden ihm einfach Türen geöffnet. Guck mal, wie krass das ist. Das ist krass, ne? Wen findest du krasser, die Kardashian-Familie oder die Jackson-Familie? Guck mal, das wird schon echt so richtig respektlos hier. Ich frage dich. Ich kann diese Respekt, okay, stimmt. Weil alles, was, guck mal, wir müssen immer alles in Lebensphasen. Genau. Damals war ja Michael krass. Ja. Aber jetzt, wer und ist die krass? Die Jackson 5 sind krass. Ja, okay. Und Janet Jackson ist krass. Okay, und wer ist jetzt wir krass? Wir haben also drei. Wer ist 2022 krass? Okay, was können die Kardashians? Ich bin bereit, die Talente anzuerkennen. Okay. Was können die? Erstens. Außer etwas, was eigentlich jede Frau kann. Und womit sie sich Vorteile verschaffen okay, kann. Okay, ist ein erfolgreiches Unternehmen zu führen ein Talent für dich? Ja. Dann erstmal das. Das ist ein Skill, ja. Zweitens, sie ist eine starke Comedian, wie Dave Chappelle und Chris Rock bestätigt. Geil! Oh, ist das geil. Ja. Drittens. Ist das ekelhaft? Sie ist ein starker Comedian, wie Chris Rock und Dave Chappelle. Man kann so nichts sagen. So, dann haben wir drittens. Die sehen gut aus, teilweise. Was heißt teilweise? Ja, Kim sieht gut aus. Findest du? Ja. Ist eine Frau hübsch, die sich komplett machen lässt? Ich fand sie auch natürlich hübsch. Fand ich auch. Natürlich fand ich sie hübscher als jetzt. Ja, ich auch. Aber die ist jetzt nicht hässlich. Kannst du nicht nein, sagen. Natürlich nicht. Die ist jetzt nicht so, wo ich sage, ach du Scheiße, was Bruder. Was ist das denn? So, was ist das denn? Das ja kann man ja nicht ja denken. Das stimmt, ja. So, diese Cole, okay, oder wie heißt auch Kylie Jenner. Wie sah die aus vor den OPs? Ja, Kylie Jenner war vor, das Jahr war richtig Mülleimer. Ja, das war so Körperverletzung, sich die anzuschauen. Die, aber ich finde, Kendall und Kim sind die schönsten Kardashians. Ja. Von den allen. Okay. Kim und Kendall. Okay. Also du kannst ja nicht sagen, dass sie hässlich ist. Mhm. Also bringt die ja schon eine kleine Gabe mit. Okay, warum sagst du, Michael Jackson war auch vor den OPs hübscher? Ja. Wer? Warum sagst du nicht? Ja, aber nach den OPs, guck mal, wie Michael aussah. Kim Kardashian aussah. Jetzt sind sich Tipps von dir. Ja, Michael ist der Vorreiter. Kim konnte sehen, was man falsch macht bei den OPs. Und dann konnte sie sich. Ey, was hat Michael aus sich gemacht? Aber auch Janet Jackson, die war früher auch viel hübscher. Ja, die haben ein bisschen übertrieben. Das muss man. Wer war LaToya? Wie sah die denn aus? Ey, die sieht aus wie Michael nur als Frau. Die sieht ganz schlimm aus. Und die kann nix. Diese Jermaine war nur und schöner, die ist ja sogar, und, ja, und die ist sogar, ja, außer dass er diese Frisur hat hier, wie so ein Kasten. Und LaToya ist ja Michael in den Rücken gefallen, damals bei dem Kinderskandal, 93, weißt du noch, wo sie gesagt hat, ich lasse das nicht mehr zu, ich muss jetzt reden, dass mein Bruder das und das mit Kindern. Und dann hat sie sich später bereut und zurückgezogen. Nein. Ja, die ist noch so eine Snitch, aber müsste die eigentlich gefallen. Ist sie Single? LaToya. Ja, so Snitch ist geil. Ja, aber die ist 70, Alter. Die ist so alt? Nein, aber die ist 60. Wie alt ist Janet? Auch über 50 alle. Krass, Alter. Okay. Wer findest du, warte, weil wir sind ja noch bei den Talenten. Okay, ja, ich erkenne das alles an. Okay, bis jetzt erkennst du an. Ja. So, also 1, 2, 3. Ja. Dann. Okay, darf ich anfangen? Ja. Okay. Wir haben erstmal die Jackson 5, die erfolgreichste Gruppe waren bei einem der legendärsten Musiklabels aller Zeiten von Motown.
Jackson 5 sind das erfolgreichste Musiklabel auf Motown. Der erfolgreichste Musik-Act auf Motown gewesen. Die haben über 100 Millionen Platten verkauft, die Jackson 5. Die haben jetzt Die Rolling Stones auch. Ja, und? Die Rolling Stones sind ja auch krasse Motherfucker, wie er das sagt, als wären die so irgendwelche Nachbarn von uns. Ja, aber du willst ja so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich bin ja nicht, ja, okay, genau. Du machst ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, du machst ja aus Kim Kardashian Comedian. Was ich sage, so, dass die Jackson 5 die erfolgreichsten. So, die Jackson 5 sind einer der erfolgreichsten. Die haben legendäre Hits, die jeder kennt. Ja. ABC, as easy as 1, 2, 3. Jeder kennt das, oder? Oh, baby, give me. Jeder kennt die Songs. Ja. Erstmal das. Super erfolgreich. Dann ist bei den Jacksons, ganz nebenbei bemerkt, Michael Jackson eventuell der beste Musiker. Also die Kim Kardashian von denen. Ja, genau. Michael Jackson. Ich schwöre, ein Blitz mit gleich, Alter. Nee. Saudi-Arabien wird so gesteigert werden. Der hört jetzt den Spaß auf. Der Spaß nein, ich stimme das zurück. Das war zu hart. Ja, das war zu hart. Also da entschuldige ich mich für diesen Spruch. Guck mal, das Michael Jackson. Ja, okay. Jackson 5 waren auch unnötig, Bruder, so ein bisschen. Was? Okay. Ja. Außer diese 3, 4 geilen Songs. Die haben 20 geile Songs. Okay, 30 20. geile Songs. Okay. Ja. Warum waren die in den 90ern nicht mehr so fresh oder in den 80ern? Ja, weil die ist wie Destiny's Child. Ohne Michael sind die auseinandergebrochen. So, aber so als Konstrukt um Michael herumgebaut, war das geil. Dass die, das tut jetzt ein bisschen weh zu sagen, so unnötig ohne Michael sind. Ja. Aber in dem Ding. Guck mal, das ist der Unterschied zwischen den Kardashians. Die sind auch alleine. Die funktionieren auch, wenn das Zug wegbricht. Sind die immer noch? Ja. Sind die immer noch da? Ey, kannst du mir ein Taschentuch geben, bitte? Und dann Janet Jackson. Ein Taschentuch, keine Zewa-Rolle. Wie ist das Gleiche? Das ist das Gleiche, ja. Janet Jackson. Leute. Janet Jackson. Eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Ja. Super Künstlerin. Erzähl mal, ich muss meine Nase putzen. Bahnbrechende Künstlerin, wegweisende Künstlerin. Klar. Krasse Musikvideos, krasse Choreografien, Tänzer. Für Tänzer den Weg geebnet. Kannst du dir gar nicht. Guck mal bitte ich weiß nicht, auf welchem Sender das kam im Amiland. Oh. Es gab eine Janet Jackson-Doku. Zwei Teile meine ich, drei Teile. Moment, ich guck mal. Guckt euch die bitte an, dann werdet ihr sehen, wie krass Janet Jackson war. So. So. Janet Jackson. Okay. Okay. Ich habe jetzt eine ernste Frage, Nisa. Ja. Wir haben ja ganze Folge Spaß gemacht, ne? Ja, bei Lifetime lief die Serie. Das waren 4 Folgen. Okay. Ja. Ich meine, eine echt ernste Frage jetzt. Ja. Um das wirklich zu verstehen. Wir haben ja viel Spaß jetzt gemacht. Ja, ja. Wir haben ja so ein gewisses Bild über die Kardashians. Ja. Weil ja sehr viele moralische Werte, die wir auch so feiern, ja, auch haben. Ja, gut. Ja, genau. Wir feiern die ja. Allerdings habe ich vor 2 Jahren gedacht, ey, wie kann man mit nichts können einfach so erfolgreich werden? Aber ist das nicht ein Talent? Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, ja. Man muss das anerkennen. Man muss es anerkennen, ne? Ja, man muss sagen, die können nichts. Aber das ist krass. Weil andere können was und sind nicht so erfolgreich. Und haben nicht mal 1% des Erfolgs. Ja. Das ist krass. Kim Kardashian kann nichts. Die Leute können mich gerne auch. Die kann nichts. Weißt du, die können, ich habe das in der Staffel gemerkt, ja, die können sich perfekt in jeder Szene inszenieren. Ja, man kann also das haben die wahrscheinlich die letzten 15, 16 Jahre gelernt. Ja. Die weiß genau, wann, wie, wo, was sie machen müssen. Ja, aber das hat das krass. Wir leben in einer Zeit, wo Kim und Kylie Jenner, die nichts können, berühmter sind oder genauso berühmt wie so, wie ich gesagt habe, wie eine Beyoncé, wie ein Bruno Mars, wie ein irgendwelche Schauspieler, irgendwelche Fußballer. Das ist krass. Das wäre damals niemals möglich. Denkst du, irgendeine Kosmetik, Alte? Wer damals in den 80ern mit Jordan auf so einer Veranstaltung wäre? Die war eigentlich auch nur die war ja nur die Assistentin von Paris Hilton oder so, ne? Genau, Freundin. Die war die so Mitbringsel. Tamagotchi. Ja, genau, wie ich bei dir. Und weil ja, was ist das denn? Weil, genau, die war echt so. Paris Hilton war da den Star. Und da hat man damals schon gelästert und gesagt, ey, die kann nix. Ist nur, weil sie die Hilton-Tochter ist. Was ja auch stimmt. Ja. So, und Kim hat sich dann immer so Kontakte aufgebaut, hat mit mehrere Kontakte zur Männerwelt gepflegt, in der Promi-Szene, die sie da kennengelernt hat. Und du musst dir überlegen, durch dieses Tape, wodurch Kim also richtig große Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist ja das Krasse. Diese Welle hat sie perfekt genutzt.
Mehrere Leute hatten diese Welle. Die durch irgendeinen Skandal ganz in aller Munde sind. Das hat sie genutzt und hat damit ein Milliardenimperium geschaffen, ja. Womit, wodurch sie auch ihre Schwestern alle berühmt gemacht hat, ihre Mutter, was alles nicht geben. Ist alles auf. Das war also das Marketingkonstrukt dahinter ist brutal. Jeder Schritt wurde richtig gemacht. Ja, ja. Guck mal, es gibt ja so eine Verschwörungstheorie über die Kardashians, ne? Ja. Hast du schon mal davon gehört? Mhm. Die sagen, die Kardashians sind ein Fluch. Weil jeder Mann. Ja, der dreht komplett durch damit den Zusammen. Ist ja, ja genau der Kardashian Curse, ja. Hast genau. Schon gehört, hast du ja. Schon gehört? Ja. Guck mal. Allein dass die auch so Hexen sein sollen und so. Guck mal, jeder Ex-Mann geht zur Therapie oder ist irgendwann durchgedreht. Guck mal, Kanye. Ja, dreht komplett durch und macht dann auch so Sachen wie. Dann der Ex-Mann, depressiv. Von allen anderen, ja. Dann der andere Basketballspieler, der mit der Schwester zusammen war, keine Karriere mehr danach. Der andere ist an Überdosis fast gestorben, Entzugsklinik. Irgendein, und jetzt so mal, guck mal, Travis Scott, der einer der erfolgreichsten Rapper, plötzlich kurz davor war, der Superstar, sein Vater zu werden. Mhm. Astroworld, Leute sterben auf seinem Konzert, seitdem kein Album mehr. Auch am Ende fast. Der Fluch der Kardashians. Ja, wer weiß. Dann, der, guck mal, der Vater, Rob Kardashian, auch gestorben früh. Gestorben. Der andere ist eine Frau geworden. Ja. Komm, macht nicht mehr damit. Der eine Bruder depressiv. Ja, der Bruder depressiv, macht auch nicht mehr mit. Ja, ja wer weiß. Guck mal, seit Tiger mit Kylie Jenner zusammen war auch nichts mehr. Wer weiß. Nichts mehr gerissen. Die sind... Der Fluch, Alter. Der Kardashian-Fluch. Ja, und du guckst die Sendung. Vielleicht nicht, dass du auch so verflucht wirst. Ja, das kann sein. Ja. Aber ich merke auch schon, wie du dich ein bisschen änderst. Nein. Guck mal, das Problem ist, wenn du so eine Reality-Show siehst, dann weißt du ja, dass das alles inszeniert ist. Ja klar, alles. Also das ist ja das Schlimme bei Reality-Sendungen. Das wird immer so getan, als ob das spontan ist und alles im Affekt geschieht, aber nichts, alles ist geplant. Und aber du guckst es dir trotzdem an, guck mal, auch dieser Heiratsantrag von Travis Parker oder wie der heißt, ne? Parker. Alle waren da, haben dich voll überrascht, sie wussten nichts davon. Da, du weißt... Da wird nichts überrascht, die muss perfekt aussehen. Du weißt, guck mal, davor erstmal hat jeder erstmal ein Make-up Artist an. Ja. Dann weißt du, allein so eine ganze Szenerie aufzubauen mit Lichtern, wo die Lichter... Nichts ist da spontan. Da ist nichts spontan. Das ist so komplett gelogen. Aber es ist lustig anzuschauen, weil es gut gemacht ist. Nee, das ist unterhaltsam. Unterhaltsam. Das glaube ich. Ist unterhaltsam. Das glaube ich. So, ich guck's, es ist für mich nicht unterhaltsam, ne? Aber ich glaube das. Ich spreche das null ab. Ich spreche den Entertainment-Faktor diesen Sendungen null ab. Ist auch so geskriptet, kurz bevor die Folge endet, passiert irgendwas. Ja, ja. Ey, kriege ich jetzt ein Kind oder nicht? Ja. Das ist die Frage, jetzt in der nächsten Folge. Ja, und man muss ehrlich sein, jeder hat ja eine andere Definition von Unterhaltung. So, zum Beispiel, ich nehme das auch komplett an, wenn Leute zu mir sagen, ey, wie kann dieser immer Arnold Schwarzenegger-Filme gucken? Die sind doch plump, das ist irgend so ein Bodybuilder-Typ, der knallt Leute ab, macht so einen coolen Spruch vor. Ist für die Leute genauso plump. Jeder hat so einen anderen Blickwinkel. Weißt du, was krass ist? Leute, die zum Beispiel auch unseren Podcast hören und sagen, ey, ich habe 10 Folgen hintereinander gehört. Ich kann das nicht verstehen. Ja. Weil ich muss immer schauen. Ich kann nicht hören, ich will gucken. Nee, ich kann auch hören. Du bist auch so ein Hörtyp? Ich höre keinem, ich gucke nur. Nee, ich höre Ich gucke 2 Stunden Reportage, aber ich höre nicht 20 Minuten einen Podcast. Ich höre, weil manche Sachen sind so lustig. Aber bei uns ist auch nur stupide Unterhaltung. Wir sind die Kardashians des Podcasts. Man nimmt nichts mit, man wird nur bescheuert. Nein, das stimmt nicht. Unsere Folgen haben Mehrwert. Du musst aber die erste Folge bis zur letzten jetzt gucken, damit das so ein Gesamtbild ist. Das ist ein Gesamtbild. Da merkst du eigentlich, wie wir gestört wir sind. Du siehst unsere moralischen Aspekte, unsere Werte, den Kompass, den ich von dir übernommen habe, von der ersten 30 Folgen, den ich jetzt so. Aber so mehr Spiele als du, dass man denkt so, ey, krass. Ja, und man darf ja nicht vergessen, so die Werte. Die Kardashians des Podcasts. Die Werte, die wir haben, die sind ja nicht absolut. Für andere sind die eventuell auch mehr. Also, stimmt. Ist einfach nur unsere Meinung. Guck mal, das ist der Unterschied. Wir haben kein Problem damit, unsere Meinung zu sagen. So, wir sagen nicht, so wie wir es sehen, ist richtig. Wir machen uns lustig über andere, die eine andere Meinung haben. Aber mehr tun wir nicht. Wir machen uns nur lustig darüber. Das finde ich in Ordnung. Bei mich machen sich auch Leute lustig. Habe ich nie mitbekommen. Doch, doch. Leben die noch? Nein. War erledigt. Wie viele Minuten sind wir? 44. Wow. Wow. Sledgehammer. Ja, also guck mal, die Kardashians sind
das kann man nicht, ein Phänomen. Echt? Das ist ein Phänomen. Gab es nicht mal in den 80er, 90ern auch sowas? Sowas in diesem Ausmaße. Im Fernsehbereich? Jeder kennt die, alle gucken es, alle sind Stars geworden, zwei von denen sind ja schon Milliardäre. So, das ist das Ausmaß. Einfach mit nichts können. Das ist das. Das ist nee, das ist auch falsch. Mit perfektem Marketing. Perfekte, also sie haben Marketing perfekt. Marketing. Also es ist ja doch ein Skill. Revolutioniert. Aber haben sie es oder was das Team dahinter? Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube nicht, dass Kim Kardashian, nachdem das Sextape rauskam, jetzt ernsthaft, ohne jetzt so diese Vision hatte, okay, ein Sextape ist von mir rausgekommen, ganze Welt redet gerade über mich, weil es mit so einem R&B-Sänger ist, den auch gar kein Schwein mehr kennt. Ja. Du hast ja nicht vergessen, als das Sextape rauskam, das war auch so in aller Munde wegen Ray J, weil der bekannt war. Kim kannte doch keinen. Yeah, One Wish war ja, da. So, und der war Brandys Bruder. So, der ist ja immer noch Brandys Bruder. So. Das kann, und dass sie ist so, wer kennt heute Ray J? Der ist nichts im Vergleich zu ihr. So. Ja. Ich glaube nicht, dass sie dann da saß und gesagt hat, wie kann ich diese Aufmerksamkeit jetzt nutzen, um mir ein Multimilliarden-Imperium aufzubauen, wo ich meine ganze... Das wird nicht. Sie nicht gemacht haben. Nein, ich denke, aber sie wird die richtigen Leute... mit. Weißt du, was ich denke? Da kamen Produzenten und Manager, yeah, die gesagt haben, ey, wir können das kurz nutzen. Die genau. Macht sowieso alles mit. Die macht sowieso alles mit. Die ist leicht formbar. Die ist so... Die ist eben halt so... so ein Ozan Yaran. Und dann... Spaß. Das ist so geil. Die ist leicht formbar. Die, mit der kann ich es machen. Komm, wir machen eine Reality-Show. Genau. Das siehst du ja auch. Jetzt wird es ja von denen selber produziert. Genau, genau, genau. Deswegen dürfen die auch nicht mehr den Titel von den Dingen nutzen. Genau, weil der gehört dem alten Sender. Genau. Und man könnte ja auch theoretisch sagen, jetzt ganz, ganz ehrlich, ne? Ich kann mich erinnern, Mitte der 2000er bis so 2010 oder so gab es ja bei MTV, wo die aufgehört haben, Musikvideos zu spielen, gab es ja eine Explosion von Reality-Sendungen. Next. Was Crips, MTV die Crips. Ja, das ist ja auch keine richtige Reality-Sendung, aber Jersey Shore, Flavor of Love. Ah, Jersey Shore gab es ja auch ja, mit, genau, mit DJ Dundee oder also wie es gab, wie guck mal, es gab tausende Reality-Sendungen von guck mal, und viele Rapper, Schauspieler, guck mal, Nick Lachey und Jessica Simpson hatten doch auch so eine, die Hulk Hogans, die Osbournes, die alle, guck mal, das war, also ich kann mich an diese Zeit ganz genau erinnern. Weil stimmt, die Osbournes gab es auch. Hulk Hogans Familie, also ich kann mich ganz genau erinnern, es gab 20, MTV hat aufgehört Musikvideos zu spielen und es lief den ganzen Tag Reality-Sendungen. So, weil da war das Geld, Bread and Butter, wie man so schön sagt, da war das Geld zu holen, die Leute haben sich das angeguckt und das war die Zeit, wo ich auch noch lineares Fernsehen geguckt habe, deswegen kann ich mich daran ganz genau erinnern. Und da kann man jetzt auch sagen, okay, wer hat aber ein Multimilliarden-Imperium aufgebaut mit der Realität, das haben nur die Kardashians geschafft. Ja. Alles kam und ist weggegangen. Weißt du, was ich glaube, wie die Kardashians sich... Das muss man denen dann auch zusprechen. Ja, genau. Weißt du, was ich glaube? Wo sind die Hogans? Ich glaube, die haben sich so entwickelt, so, so ein bisschen wie Leute wie wir. Natürlich nicht vergleichbar. Ja, klar. Überhaupt nicht. Überhaupt aber ich nicht. Meine, guck mal, vor 3-4 Jahren, wir wussten nicht mal, was Steuern sind. Und jetzt machen wir selber unsere Steuererklärungen fast. Und wir bauen selber auf, bauen selber Studios auf für uns, selber suchen unser Haus aus. Also wir entwickeln uns in diesem Bereich weiter. Natürlich ansatzweise nicht wie die. Aber du musst ja auch gleich. Nee, weil du musst überlegen, die haben ja vor 20 Jahren angefangen, Bruder, oder 15 Jahren. Ja. Stell dir vor, jetzt in 15 Jahren im Podcast-Game. Ja. Sind wir doch ganz anders ja, ja. drauf. Stimmt, stimmt. Weißt du, was ich meine? Und wir bleiben bestehen, während die anderen so. Genau. Aber genau, aber das muss man denen geben, weil wie gesagt, von allen anderen Reality-Sendungen. Und guck mal, ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel durch Flavor of Love. 2-3 Weiber, die da am auffälligsten wurden, haben auch nochmal so eine eigene Reality-Sendung. Bei Jersey Shore, die 2-3 bekanntesten, haben auch nochmal eine. Das heißt, bei Hulk Hogan, seine Tochter hat dann auch eine Reality-Sendung bekommen. Aber alles hatte keinen Bestand. Die einzigen, die Bestand haben, die dieses ganze Ding überlebt haben, waren die Kardashians. Ja, okay, aber Bruder, ihre Folgen, die sind ja richtig krass. Die haben sich ja geschlagen, haben sich gegenseitig die Männer ausgespannt. Die haben ja, ja aber das volles Programm Bruder, gemacht. Das haben alle Reality-Sendungen gemacht, weil das Einschaltquoten bringt. Das heißt, guck mal, weißt du, wie die Kardashians sind? Ich habe das perfekte Beispiel. Jetzt kommt's. Auf Deutsch, natürlich nicht in dem Maße. Das will ich jetzt sagen, bevor die Leute sagen, guck mal, der Vergleich. Daniela Katzenberger. Die war auch eine, die hat bei Vox einfach mitgemacht, bei dieser Reise. Auswandern irgendwas. Genau. Und die hat das so genutzt, dass sie daraus eine Karriere gemacht hat. Mit diesen Cordalis oder wie der heißt. Ja, schon vorher war die bekannt. Bei was war die? War die bei Auswanderer oder bei Shopping Queen? Wo war die? Ich glaube, weiß ich nicht, Auswanderer, glaube ich. Die war auf irgendeiner Vox-Reality-Sendung, ja, wie ja. tausend andere auch. Und sie hat ihre Folge genutzt. Ja, weil die so ein
die hat ja immer diese Dumme gespielt. Ja, und das spielt sie. Das ist ja, sie ja, nicht. Die ist nicht so. Ja, ja. Die ist ja die Dumme gespielt. Aber ich glaube, du entwickelst dich da irgendwann rein. Und ich glaube, die haben dann irgendeinen Manager mal rausgeschmissen. Dann hat die Mutter das übernommen. Dann sind die schlauer geworden, haben sich Berater geholt, wurden immer stärker. Dann musst du die richtigen Moves. Dann darfst du auch nicht überlegen, die kam ja mit Kanye West 2009 oder so zusammen. Oder 10 oder 8. Echt? Oder? Nein. Wann kamen die zusammen? Also als die mit dem zusammenkam, war die schon ein Superstar, Kim Kardashian. Aber nicht so. Noch nicht so. Aber er auch noch nicht so. Also die Hochzeit war 2011 kamen die zusammen. Okay, krass, länger als ich dachte. 2011 kamen die zusammen, 2014 haben sie geheiratet. Das heißt, Kanye West war ja auch schon so ein Typ, der voll in dieser Industrie war. Ja, ja. Ich glaube, sie sagt ja auch in dieser Staffel, dass Kanye ihr viel geholfen hat, was Mode, Business angeht, ihr viel beigebracht hat. Und ich glaube, die haben voll viele Berater um sich herum gehabt. Ja, aber, ja. Und die Mutter hat irgendwann das Imperium übernommen. Und die ist eine eiskalte Frau. Und die Berater sind ja auch gut. Aber guck mal, Kylie Jenner ist ja als Einzelperson auch so groß wie Kim. Ja, ja. Und weißt du, wie viel Geld die verdienen mit ihren Unternehmen? Ja. Deswegen, das ist so, da jedes Zahnrad ist perfekt in das andere übergegangen. Genau. So. Und die Mutter hat, glaube ich, die Mutter hat so 10 Assistenten, ja, die jede einzelne Tochter genau vermarktet und sie will immer drum, weil die ist eiskalt, das merkst du. Naja. Die haben keine Seelen. Ja, Bruder, bei so einem Erfolg und so einem Business hast du keine Seele. Ja, hast du nicht. Weil, wie selten gibt es Menschen so wie Denzel Washington, die da oben sind? Selten. Wie viele Leute gibt es davon, von diesem Gegenteil? Ja, Jim Carrey, Keanu Reeves, so wo du weißt, die sind so. Die Frage ist, muss man seine Seele für das Business verkaufen, um erfolgreich zu werden? Jein. Ich glaube zum Beispiel nicht. Oder ist es Anpassung? Nicht, weil ich ihn mag. Ja. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass Raab seine Seele verkauft hat. Der hat immer nur das gemacht, worauf er Bock hat. Ja, aber Bruder, Raab hat sich ja zum Mogul entwickelt. Ja. Ohne Raab, also guck mal, als Raab gegangen ist, ich glaube irgendwie 17%, ich weiß nicht mehr genau, von den Zuschauern von ProSieben ist weggegangen. Krass. Bruder, das, also ich denke, dass Raab ProSieben gesagt hat, was er machen will. Ja. Ja. Aber wie war er bei Viva? Ja, guck mal, es ist natürlich einfacher und schneller, wenn du alles machst, wenn du eine Marionette bist. Du machst alles, du sagst zu allem Ja und Amen, ja. Du vertrittst immer die Meinung der Medien, du sagst nichts, du bist kein Kontertyp, also du sagst nichts dagegen, du bist leicht formbar, dann klar kommst du weit, weil du keine Gefahr beziehungsweise nicht problematisch für die Leute bist. Wenn du jemand bist, der alles macht, Ist so ein Dave Chappelle, der immer gemacht hat, was er macht. Nein, der wurde ja auch, die haben versucht, den zu canceln. Nee, Dave Chappelle auch nicht. Der hat 40 Millionen, 30 hat er liegen lassen und hat seine Fernsehsendung beendet, weil er keinen Bock mehr hatte. Aber deswegen lieben ihn die Leute jetzt umso mehr. So, aber nicht alle, die so sind, mit dem Kopf durch die Wand, schaffen das. Stimmt, Kardashians sind die einzigen, die so Superstars geworden sind. Von den Reality-Sendungen, ja. Die einzigen. Und die sind ja wirklich durch die Bank, durch, also eine Marionette sei, guck mal, Muhammad Ali, das darf man nicht vergessen, wie schwer, guck mal, jetzt ist er so beliebt und alle tragen seine Shirts und posten seine Zitate. In den 60ern und 70ern war das anders, der war gehasst, Amerika hat den gehasst, die Medien haben den gehasst, die Stars haben ihn gehasst, der galt als Verräter, der galt als Staatsfeind. Die Stars haben ihn gehasst? Ja, alle haben ihn gehasst. Wer denn? Alle. Aber warum? Weil er ein Kriegsverweigerer war. Und das gilt ja so, dann giltst du ja als Verräter, wenn er hat sich gegen den Staat gestellt. So als Schwarzer. In der Zeit, wo du als Schwarzer so weniger wert warst als, ich habe gar keinen Vergleich. Ein Hund war 10-mal mehr wert als ein Schwarzer in der Zeit. Er hatte mehr Rechte. Und er hat einfach gesagt, ich gehe nicht in den Krieg. Dieser Krieg ist falsch. Weißt du, was er gesagt hat, Muhammad Ali, in der Zeit? Das hatte den Effekt in Amerika zu der Zeit, weil der Vietnamkrieg, der wurde ja auch voll krass propagiert in den Medien in den 60ern. So später, Ende der 70er, hat sich, wo die so Hippies geworden sind und die Flower Power, hat die amerikanische Meinung sich geändert. No war, peace, love.
So, aber am Anfang nicht. Die haben das gefeiert. Und ist ja normal, um den Krieg zu rechtfertigen, zu rekrutieren, wird ja Propaganda gemacht. So, und er hat sich dagegen gestellt. Was er gemacht hat, das kann man sich nicht vorstellen. Das wäre, als ob ich heute sage, ey, ich habe kein Beispiel. Nicht mal, wenn ich bei RTL in die Sendung gehe, würde ich sagen, ich liebe Putin. Und ich würde so ein Wladimir Putin-Shirt tragen und hinten Osama Bin Laden. Das wäre nicht so schlimm wie das, was Ali gemacht hat. Weil bei mir würde man immer noch sagen, ach, der will einfach provozieren. Deswegen macht er das. Aber Mohammed Ali hat öffentlich gesagt, der Krieg ist falsch, ich gehe nicht in den Krieg. Der hat den Staat beleidigt, dann haben die ihm sogar noch da hat der Staat ihm so, guck mal, in seiner Prime als Athlet, der war 27, 26, weiß nicht genau, ich glaube von 27 bis 32, ja, meine ich 5 Jahre. Also in seiner Prime, wo er das meiste, haben die ihm die Boxlizenz entzogen und haben gesagt, er hätte alles verlieren können. Jeder, das wäre ganz normal, das hat nichts mit Arschkriechen zu tun, das ist einfach taktisch. Zu sagen, ey, tut mir leid, bla bla, komm, ich mache jetzt, was die sagen, so mal. Und er hat gesagt, nein. Der hat kein Geld mehr verdient. Burgerbraten gegangen. Ja, und er hat es nicht gemacht, ist nicht eingekickt. Oder weißt du, was das heißt, wenn ich darüber rede, ich kriege Gänsehaut. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Mann ist. Ich hab auch gehört, er hat gesagt, nicht nur, er geht nicht dahin, sondern also auch gesagt, ich gehe nicht für Leute dahin, die mein Volk so behandeln. Ja, genau. Der so, ich darf hier nicht mal ins Restaurant, was soll ich irgendwelchen Vietnamesen killen, der hat mir doch gar nichts getan. So, das richtige Zitat möchte ich jetzt hier nicht zitieren, weil dann müsste ich einige Wörter benutzen, die eventuell Kontroverse auslösen. Aber ist ein Zitat nicht einfach nur etwas? Ja, genau. Der hat gesagt, kein Vietnamese hat mich jemals ein Dings genannt. Ja. Warum soll ich dahin? Das war sein Slogan. Ja, und er hat gesagt, ich habe hier nicht mal Rechte. Komplett. Und dann, weil er so Feuer gelegt hat, haben die Medien Joe Frazier komplett aufgebaut. Weil der hat sich mit dem Präsidenten getroffen. Der hat so alles gemacht. Ah, echt? Und haben Mohammed Ali in den Medien demonisiert. Und er ist nicht zurückgewichen. Wie lange hat es gedauert? 5 Jahre war dieses Exil. 5 Jahre lang, ja, haben sie boykottiert? Ich glaube, Sammy ist ein noch größerer Mohammed Ali-Fan als ich. Der sitzt leider nicht mehr hier. Ich glaube, von seinem 27. bis zu seinem 32. Lebensjahr. Bis und er wieder dann kam er zurück als Weltmeister. Genau, und dann kam er nur zurück, weil Joe Frazier gesagt hat, ey, bitte. Joe Frazier war der Weltmeister. Die haben ihm doch den Titel aberkannt. Warum? Ja, weil er ja nicht mehr geboxt hat. Der hat ja keine Lizenz mehr gehabt. Ach du Scheiße. Und dann, guck mal, warte, es wird ja noch krasser. Dir droht Knast, deine Karriere wird weggenommen, ne? Weil wenn du bist ja im Kriegsverweiger, also du verweigerst ja den Wehrdienst. Dann sagen die zu ihm, ey, Mohammed Ali, komm, du bist ein Star, du hast ja auch, wenn du kämpfst, entstehen ja auch Jobs, ist ja gut für die Wirtschaft. Du bringst Geld ein, dem Staat, du bist berühmt, es hilft uns viel mehr, wenn du Boxkämpfe veranstaltest fürs Militär und so, als das, wenn wir dich da kämpfen schicken, ne? Du musst nicht mal mehr in den Wehrdienst einsteigen. Entschuldige dich nur dafür, was du über diesen Krieg gesagt hast und über den Staat. Nur das! Wir geben dir deine Lizenz wieder. Der hat gesagt, nein. Mach ich nicht. Krass, gell? Ja, und deswegen ist er unsterblich geworden. Mach ich nicht. Niemals. Bro, das muss man sich vorstellen. Nenn mir einen Künstler, der seine ganze Karriere aufs Spiel setzt. Nicht aufs Spiel setzt nach dem Motto, das könnte klappen. Oder auch nicht, das ist riskant. Das würden die ja nicht mehr machen. Aber nenn mir einen, der einfach aufgrund seiner Prinzipien sagt, dann sollen die meine Karriere wegnehmen. Meine Prinzipien sind mir wichtiger als meine Karriere. Wer? Cheyenne Garcia. Niemand. Das wird niemand machen. Das ist schon krass, was der gemacht hat. Das wird niemand machen. Und die haben ja auch alles weggenommen. Alles. Alles Geld, weggenommen. Alles. Konnte kein Geld mehr verdienen, nichts. Richtig so. Weißt du noch, was er gesagt hat? Gibt es auch ein ganz berühmtes Interview. Man fragt ja einen Reporter, ja, wie ist das für Sie als Mohammed Ali? Jeder kennt Sie in ganz Amerika. Sie sind der Heavyweight-Champion. Und man darf nicht vergessen, ne? Boxen hat ja extremst an Popularität verloren. Das stimmt. Ist zwar ein sehr populärer Sport noch, aber extrem. Damals war der Heavyweight-Champion der berühmteste Mann der Welt. Das war immer so. Wie der Weltmeister. Ja, genau. Der Weltmeister im Schwergewicht im Boxen war der berühmteste Sportler der Welt. Guck mal, deswegen haben wir so Leute wie Ali, wie Tyson, wie was weiß ich, die haben Präsidenten getroffen, die wurden von verschiedenen Staatschefs eingeladen. Das war so der Prestigetitel überhaupt. So, und da fragt ihn noch ein Journalist und sagt,
wie ist das für sie? Sie sind ja so jetzt so total berühmt und sie verdienen kein Geld, sie werden ja jetzt arm. Ich höre, dann sagt er, ist mir egal, ich war länger arm als reich in meinem Leben, ich werde schon klarkommen. Geil. Ja. Das aber ich finde, Boxen sind nicht mehr so stark. Ist nicht mehr so populär. Es gibt noch natürlich den einen oder anderen, aber nicht mehr wie damals. Damals waren alle so Superstar. Also der Sport hat extrem an Popularität eingebüßt. 90er war auch noch krass, ne? 90er war auch noch krass. Extrem. Natürlich, es gibt noch ohne Ende Boxer, die auch in der Forbes-Liste von Sportlern, jedes Jahr sind immer 3-4 Boxer dabei. Ist immer. So, aber es hat extrem an Popularität eingebüßt. Vor allem, ja, extremst. War das in der Zeit, wo er noch Cassius Clay hieß? Nein, also nachdem er seinen Namen geändert hat, da fingen die Probleme an. Nein. Ja. Klar, weil der so komplett gegen das System war. Ich sage, ich heiße Muhammad Ali. Nö, wie nennen Sie Cassius Clay? Nö, Cassius Clay. Clay ist der Name meiner, der Besitzer meiner Vorfahren. Meiner Sklavenbesitzer. Ich will diesen Namen nicht haben. Das hat er öffentlich gesagt. Ja. Tschüss. Haben die den gehasst? Und dann war der laut. Weil die Heavyweight Champions davor, so Joe Louis und Sonny Liston und wie heißt der eine, von dem Sonny Liston seinen, den Titel weggenommen hat? Marvin Gaye. Naja, genau, Marvin Gaye. Die waren ja auch alle ruhig. Weil die hatten, was natürlich total schlimm war, ne? Weil die wussten, ey, ich als schwarzer Mann, das war so in den Medien, ich kann nicht so laut, ich muss so dem weißen Mann gefallen. Dann kann ich, dann waren die mal leise, die haben nie ihre Meinung gesagt, die haben applaudiert zu allem und der nicht. Der war so komplett, der hat alles auf den Kopf gestellt. Und die Leute vergessen was. Die Medien haben den gehasst. Der wurde zerstört. Die Leute haben ihn gehasst. Guck mal, es gibt Interviews, als Muhammad Ali wiederkam und gegen Joe Frazier gekämpft hat. Weil die gesagt, einige haben gesagt, Joe Frazier, du bist kein, das hat er auch immer gesagt, du bist kein richtiger Weltmeister. Du hast den Titel genommen, den sie mir abgeholt haben. Du hast mich nicht besiegt. Dann wurden die. Aber der hat das so immer gesagt. Wer? Muhammad Ali hat das immer so öffentlich gesagt. Ja klar, ja, weil es auch so ist. Muhammad Ali wurde der Titel aberkannt und dann in der Weltrangliste Platz 1 und 2 haben dann einfach um den Titel gekämpft. Aber keiner hat Ali im Ring besiegt. Ne? So, und dann gibt es auch Interviews. Das war ja der größte Kampf da, Fight of the Century. Da saß sogar Frank Sinatra am Ring, alle. Da machen die Interview mit den Leuten. Keiner ist für Muhammad Ali. Jeder sagt, ja, Joe Frazier, der ist einer von uns, der ist fürs Volk, he's a real American, der ist ein richtiger Amerikaner, der ist für unsere Truppen, der ist fürs Militär. Weil dann ist der, jeder hat Muhammad Ali gewünscht, dass der, und dann hat Ali den Kampf noch verloren. Da haben sich erst recht alle gefreut. Nachdem er so der hat verloren? Ja, seinen ersten Comeback-Kampf gegen Joe Frazier hat er verloren. Und dann? Dann haben alle nochmal auf den eingetreten und der hat nicht aufgehört. Und dann kam er zurück und hat gewonnen. Gegen Joe Frazier? Ja, zweiter Kampf. Und hat dann den Titel zurückgeholt? Nee, dann gab es schon keinen Titel, weil dann kam George Foreman. Der mit dem George Foreman Grill. Ja, genau, der, ja. Und der hat ja alle weggehauen. Echt? Ja, und dann musste Ali, um gegen den kämpfen zu können, erstmal alle besiegen. Dann hat er auf dem Weg dahin auch nochmal gegen Ken Norton verloren. Kiefer gebrochen sogar. Alle haben gesagt, Ali ist vorbei. Und dann die zwei, guck mal, die zwei, die Ali besiegt haben, Joe Frazier, Ken, hat George Foreman kaputt gehauen. Der hat die K.O. gehauen, so ganz. Dann kam der Kampf Rumble in the Jungle in Zaire damals. Ja, es ist ja nicht mehr. Bruder, alle dachten, Ali wird sterben. Der war alt, 36 oder so. George Foreman war jung, hat alle K.O. gehauen, war so ein Monster. Keiner hat an Ali geglaubt. Und dann haut Ali George Foreman K.O. und wird zum dritten Mal Weltmeister, was es noch nie gab. Es gab es noch nie. Titel wiedergeholt. Und dann? Dritte oder war das dritte? Wurde dann gefeiert? Nee, das war das zweite Mal Weltmeister. Wurde dann gefeiert? Ja, der hat ja gesagt ja dann auch an alle Kritiker so. Das war aber nicht, wo die alle sagen, Boumaier. Hier doch, Ali Boumaier, doch in Afrika. Das war dieser Kampf. Ja, das war dieser Kampf in Afrika extra, ja. Keiner hat dann, guck mal, die Leute, guck mal, heute guckt man das, man weiß, wie es aussieht. Die Leute müssen sich damals die Situation Wetten vorstellen. Ja, die Quoten, die Wetten. Guck mal, Ali war nicht mal ansatzweise mehr so gut wie in den 60ern. Ich muss mal kurz was anmerken, warum Nizar so gut Bescheid weiß. Der ist ein absoluter Boxfreak. Der liebt Boxsport. Der kennt von jedem Hintergrund-Hofboxer bis zu diesen, alles, der liebt das Punktesystem. Der schreibt sich eigene Punkte beim Boxkampf von letzter Woche an. Von Joshua Usyk. nicht, dass sie wieder sagen, der ist so ein Lexikon. Der liebt diesen Boxsport. Der liebt das. Und, weil er auch selber mal Boxer war. Nein! Boah, du warst Boxer. Du warst Boxer. Nein. Ich hab Bilder gesehen. Ich war nie ein Boxer. Du warst Boxer? Nein. Ich hab den Sport als Hobby mal ausgeübt. Ja. Nein, Bruder, du vermittelst falsche Bilder. Dann greifen mich irgendwelche Leute an. Lass mich in Ruhe. Quoten?
Ja, und keiner hat Ali eine Chance gegeben. Keiner. Weil er war nicht mehr so gut wie in den 60ern, er war viel langsamer, er hat nicht mehr diese Reflexe, er hat seinen Stil komplett geändert. Dann kommt George Foreman, haut die Leute tot, die Ali besiegt haben. Die Leute haben gesagt, oh Gott, Ali wird sterben im Ring. Das ist gar keine Chance. Und haut, dann gewinnt er nicht nur, sondern haut ihn K.O. Aber wie war das so in der Zeit, wo du das vorm Fernseher mitbekommen hast, alles? Das war aufregend. Bruder, du weißt, ne? Die, also ich schwöre, wenn ich jetzt einen Mohammed Ali kaufe, sehe ich bestimmt die Seiten, wo Publikum. Ja, ich bin doch überall dabei. Das ist Forrest Gump. Ja. Ich bin überall da. Guck mal, du weißt, die Quoten, die Einschaltquoten damals, ne? Man hat zum Beispiel gesagt, der Rumble in the Jungle und der Thriller in Manila auf den Philippinen. Diese zwei Ali-Boxkämpfe. Philippinen? Thriller in the Miller? Thriller in Manila und der Fight of the Century mit Joe Frazier. Ja, den kenn ich. Haben weltweit so 1 Milliarde George Menschen Form, gesehen. Nicht Joe Frazier. Den ersten Kampf, Fight of the Century. Okay. Haben 1 Milliarde Menschen so gesehen. Also Quoten so krasser als bei der Fußball-WM. Krass. Alle haben es geguckt, die ganze Welt. Mein Opa und so erzählt mir auch, die haben das sogar in Tunesien geguckt. Aber mein Vater war immer Muhammad Ali-Fan. Und Tyson. Ja, Tyson hat halt aufregend gekämpft. Okay, als George Foreman kam. Ja. Ich kenne ihn nur durch seine Grills. Ja, ich weiß, das ist eine zweite Karriere. Ja, so. George Foreman. Aber die sind erfolgreich. Ja, voll. Der hat damit mehr Geld verdient als mit seinen Box. Ja, ja. George Foreman Grill war so einer, das muss in einem amerikanischen Garten stehen. Ja, ja. Als Tyson kam, ja. Ich kann mich erinnern, in den so Ende 2000, also Ende 90er, Anfang 2000 kann ich mich erinnern, wie mein Vater immer von Tyson geschwärmt hat. Ja. Als aber der, selbst da war er nicht mehr der war. Aber rückwirkend. Ja, genau. Ich kann mich ja nicht erinnern, so wie du. Ja. So, ich war ja ein bisschen jünger. Ja. Als George Foreman sagst, der kam, der hat jeden getötet. Ja, jeden. Aber so ganz ekelhaft, wirklich. Dann ganz haben schlimm. Die gesagt, okay, der ist der Krasseste. Der ist der Krasseste. Als Mike Tyson kam. Ja, das war auch nochmal so ein Effekt, ja. War es auch nochmal Effekt? Ja. Hatte George Foreman umgehauen? Die haben noch nie gekämpft. Ach so. Mike Tyson war doch so 15 Jahre nach der Prime. Wann kam Evander Holyfield? In Ende 80. Also Evander Holyfield war in den 80ern, aber da war der Cruiserweight noch. Der war unter dem Schwergewicht. Ja. Der hat da alle Titel geholt. Ja. Evander Holyfield ist das beste, ist das beste Cruisergewicht aller Zeiten und einer der besten Heavyweights. Und dann in den 90ern, aber Evander Holyfield hat zweimal Tyson weggeklatscht. Jetzt kommen natürlich diese Kanacken-Tyson-Fans und sagen, das war nur so und so, aber die haben ja keine Ahnung, Bruder. Jeder, der sagt, dass, guck mal, Tyson ist ein übertriebenes Talent gewesen. Hat schon alles selber kaputt gemacht. Oh, hat sich alles selber kaputt gemacht. Er hat sich überschätzt, Gegner unterschätzt, die Trainerwechsel, seine Skandale. So, vom Talent ist Mike Tyson mit Roy Jones Jr. wahrscheinlich der talentierteste Boxer aller Zeiten gewesen. Vom Talent. Aber das sind nur Spekulationen. Wir können einem nicht seinen Status aufgrund seinem Talent geben. Wir müssen nach Sachen gehen. Stark. Genau. Und jemand, der noch nie ein Rematch gewonnen hat, der keine Niederlage gerecht hat, der von jedem Kampf, den er verloren hat, durch K.O. verloren hat, nicht mal durch Punkte, sondern K.O. gegangen ist immer. Jemand, der immer einknickt, sobald er so Widerstand bekommen hat, den kannst du nicht als Besten. Deswegen, ich muss immer lachen, wenn irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung haben, ich sehe das, sagen, ja, Tyson war besser als Ali. Tyson ist, fair gesprochen von dem, was er geleistet hat, nicht mal Top 5 Heavyweights aller Zeiten. Ich würde nicht mal in die Top 5 reinnehmen. Krass. Nicht mal da rein. Vom Talent ja, aber das ist ja so, wie wenn ich sage, ey, jetzt als Fußballbeispiel, ey, es gab mal einen Fußballer, der hat 2 Jahre so krass gespielt. Der wäre der krasseste Fußballer. Aber der hat sich dann verletzt und hat dann nicht mehr gespielt. Ja, aber wir können dann nicht sagen, der ist besser als Ronaldo. Ja, ja, stimmt. Weil der war nur 2 Jahre krass. Das stimmt. So, und diese Phase, wo Tyson so ganz krass war, war 3 Jahre. Und jeder gute Top-5-Gegner, gegen den Tyson verloren hat, gegen den Tyson gekämpft hat, den Kampf hat er verloren. Jeden Hall of Famer gegen den Tyson, der hat Tyson verloren. Lennox Lewis hat Tyson weggeklatscht. Okay, warte mal. Kevin Kopf, McBride hat gegen Tyson gewonnen. Kopf an Kopf oder wirklich gedemütigt weggeklatscht? Nein, gedemütigt. K.O. Gibt ja keine Gründe. K.O. gegen Lennox Lewis, so am Schlafen. Ja, aber warte mal. Ja. Du kannst ja auch im Boxen K.O. gehen, wenn du plötzlich einen Fall hast. Nein, ganz klar. Ganz klar, ausgeboxt. Du wusstest, ja, ja, keine Chance, keine Runde an Tyson. Er hat gegen Buster Douglas verloren. 1990. Ali würde niemals gegen jemanden. Krass, und heute macht er diese Ding. wie heißt das? Toy Story. Toy Story, Buster Buzz Lightyear meinst du? Ja.
Meine Damen und Herren. Ja, das war wieder. Das war eine coole Folge. Ja. Wir haben wieder mal was gelernt von Nizar Abi. Ja. Geht auf seine Tour. Er geht auf Oktober wieder auf Tour, falls ihr nicht. Ja, www.nizar.tv. Also, hört den Podcast, die Deutschen, empfehlt es weiter. Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf YouTube. Schreibt mal auch in den Kommentaren, wenn ihr wollt, Themen, die wir mal ansprechen sollen. Ja. Und wir machen mal eine Kommentarfolge. Ja, auch weil, ey, das sind so geile Mit den besten Kommentaren. Ey, letztens schreibt einer, scheint sich doch wie Jürgen von der Lippe. Ey, das war zu hart. Ey, das war zu krass. Ey, bei mir, ey, die dissen mich auch manchmal so geil. Also, wir lieben euch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Ohne euch wären wir nichts. Genau. Ciao.